Moin Leute, ein ganz kurzes Video wird noch vor den anderen rauskommen. Und zwar stelle ich euch heute das erste Team of the Season vor. Dann haben wir Mignolet oder so von Sunderland. Miese Werte. Miese Werte wie alle eigentlich in dem Team. Ich mache erstmal die Auswechselbank. Dann Moisander, den hatte ich auch schon mal, den natürlich nicht Team of the Season. Der war schon so richtig gut, aber mit 72 Tempo, 83 Kopfball und Verteidigungswert, 76 passen und 77 dribbeln, ist schon geil für ihre Devise. Dann Rever oder Rever, irgendwie so 68, 65, 65, 62, ja 86 und 84 bei 1,93, bestimmt richtiges Biest nach dem Eckstoß. Aber habe ich den echt noch nie das von gehört. Dann Gonalons, 80 Pace, 85 Def als ZDM, richtig Porno. Inan von Galatasaray Istanbul, ja gut, 87 Schuss und 89 passen natürlich richtig krass, ne? Der Rest ist okay. Dann Castro, keine Ahnung warum, 81 Tempo, 85 passen, 84 dribbeln, 80 Def, naja. Jermaine Lenz, 90 Pace, 83 Schuss, 86 Dribbeln, das sind die Hauptwerte von ihm. 76 passen ist auch noch zu erwähnen. Mangala, der nicht Team of the Season Spieler ist, schon richtig heftig mit, oh ich glaube, auch 80 oder 79 Pace oder so. Auf jeden Fall richtig heftig, aber dann noch die Def-Werte und der Kopfball werden mit 84 und 85. Richtig heftig. Ach, by the way, ist noch ein Silber-Team rausgekommen, wovon ich euch auch einen Spieler zeigen werde. Dann haben wir Nastasic oder so. Ja, weiß ich nicht, ob der so gut war die Saison. 71 Pace, 83 Def, 82 Kopfball, naja. Jakob, wie auch immer. Na gut, das ist noch einer der schlechteren, möchte ich mal sagen. Damjanovic, sehr interessant für die koreanische. Aber das ist ja kein Koreaner, das ist ein bisschen scheiße. Ja, 84, 82 ist der Renner in der K-League wohl. Ja, Ruben Castro finde ich richtig fett, die Werte 86, 80, 82. Mal 1,74 nicht so geil. Dann haben wir Arthur Moraes, 87, 87, 79, 86, 88. Der ist richtig fett mit 1,92, Respekt. Aber Nicolas Nkulu, 82, 88, 81 sagt alles, also der kommt tatsächlich an Thiago Silva ran, muss man sich mal vorstellen. Dann Buchetti, 80 Pace, 85, 85, also richtig pervers. In der russischen Liga wird auch nicht so viel kosten. Dann haben wir Phil Jakielka, 73, 87 und nochmal 87, also der geht bestimmt auch richtig geil ab. Und dann haben wir hier einen Deutschen, Sascha Rita. Ja gut, ja, will ich mir nicht unbedingt hinstellen. Sag mal, Javier Martinez von Bayern München mit 88 Def, gleich mal um 4 Gesamtpunkte da höher gestiegen. 87 Kopfball, 82 Pass. Tempo hätten sie auch ein bisschen drauflegen können, finde ich. Aber auch richtig Hammer. Dann war hier Borja Valero Iglesias mit 89 Pass, 86 Dribbeln. Richtig heftig, aber Pace ist langsam. Mikel Arteta, 91 Pass. Ich glaube, das ist fast so viel wie Xavi hat. Ich glaube, zwei Fehler noch. 88 Dribbeln. Der Schuss mit 85 ist auch nicht zu unterschätzen. Perfekter ZM, möchte ich mal behaupten. Weiß jetzt noch nicht die Arbeitsraten auswendig. Aber da haben wir hier Diamanti. Ja, den kenne ich auch noch von einer EM oder WM oder so. Hat ein Tor gemacht auf jeden Fall. 76 Pace, 87 Schuss, 85 passen, 89 Dribbeln, ja der Rest ist eigentlich nicht so geil. Das sind schon heftige Werte. Dann haben wir Donovan, 90 Pace, 82 Schuss, 85 passen, aber auch nicht so übertrieben viel Kosten, weil Englisch, weil Amerika und amerikanische Liga. Marcalos wieder, denn der normale geht auch schon richtig ab, aber 89 Pace, 84 Schuss,
78 dribbeln, was auch nicht unwichtig ist von rechten Flügel. Passen meine ich. Und 88 dribbeln. Hätte schon. Sondern. Achso, ja. Und dann zeige ich euch noch meinen persönlichen Favoriten. Team der Woche kann man noch nicht so einsehen. Und zwar ist es niemand geringeres als Lee Coin Ho in Team of the Season. Ja, 83 Pace, 77 Dribbeln, 74 Kopfball, 70 Passen und 67 Schuss. Den möchte ich haben, Leute. Den möchte ich haben. Allein nur um das Koreaner-Team geiler aussehen zu lassen. Aber ich glaube, der sinkt noch im Preis, weil Korea, koreanische Liga, ist zwar Silberspieler, aber ich glaube nicht, dass es so teuer wird hier. 69.000. Oh nein, da habe ich das Geld nicht, ey. Vielleicht kann ich noch ein bisschen betteln. Na gut, das war's. Ich habe da schon mal so einen ersten Einblick. Nächste Woche, denke ich mal, wird das auch wieder so sein. Also bis dann!